Wenn das mein Schmuckkästchen wäre. Toll. Nein, ist ein bisschen anders. Ich darf euch heute für die Firma Kado deren, ja, wie nenne ich das jetzt, Stapelringe aus der Weihnachtskollektion vorstellen, was ich natürlich ganz toll finde, denn die sind super gearbeitet, kommen aus Deutschland, ein Traditionsunternehmen, und da sind also noch Goldschmiede beschäftigt, da gibt es echte Werkstätten, das ist nicht irgendwie so ein Made in China. Worum geht's? Es geht darum, dass man sich zu Weihnachten und auch danach, ähnlich wie bei diesen Pandora-Kettchen, wo man so eins nach dem anderen macht, oder Thomas Schaap oder wie immer das jetzt, was ihr da kennt, kann man jetzt auch Ringe so nacheinander kaufen. Den mache ich jetzt hier an den Finger. So. Das wäre jetzt ein bisschen simpel. Jetzt kann ich das entweder mit einem anderen Edelstahlring und mit noch einem und mit noch einem kombinieren. Oder ich ziehe die alle wieder aus. Nehme nur den ganz dünnen hier dazu. Dann ist das nämlich so, was ich sehr geschmackvoll finde. Oder, ganz was Irres, ich ziehe die alle nochmal aus. Ich fange mit einem Dunkelkupferring an. Das geht dann so und so und so. Und dann habe ich im Prinzip sowas. Sieht auch super aus. Es gibt die natürlich auch in hellem Kupfer. Da sehen die so aus. Das ist so der ganz einfache. Einmal so. Dann mache ich wieder einen dünnen dazu. So. Und dann mache ich einen dicken dazu und, Hilfe, oh mein Gott, so, na. Und ich kann zum Schluss einen mit einem Stein dazu kombinieren. Oder ich mache es wieder anders. Ich fange mit einem dünnen Ring an und dann mit dem dicken, weil ich glaube, das ist immer das Schönste. Also ich fange mit einem dünnen Ring an, dann kommt ein dicker dazu, so, und dann kann ich noch ein glänzen. Nee, das finde ich jetzt suboptimal. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Also dunkel und glänzend braucht, glaube ich, keiner. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel, ich lasse den jetzt. Und dann mache ich den Stahl und dann mache ich den Kupferring dazu. Und dann kann ich sogar noch, den würde ich, glaube ich, als erstes anziehen. Das ist einfach so mein Geschmack. Immer so, dass am Anfang und am Ende das so ein bisschen ähnlich ist. Und in der Mitte dann Bimetall. Könnt ihr das sehen? Das finde ich toll. So, und dann haben wir das Ganze natürlich noch in hellem Kupfer. Da fange ich einfach jetzt mit dem Kupferring an. Mache dann das helle Kupfer dazwischen und dann nehme ich, ich glaube nochmal das dünne Kupfer, oder? So, oder ich mache, Sekunde, ich glaube ich mache, es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Ich mache jetzt was anderes. Das ist jetzt das und jetzt mache ich mal den einfachen goldenen dazu. Dann können wir ja auch mal sehen, wie das aussieht, wenn das so kombiniert ist. Also in jedem Fall unglaublich viele Möglichkeiten und natürlich auch dadurch, dass die mal dicker, dünner, mal mehr, mal weniger Steine haben in unterschiedlichen Preisklassen, je nachdem, was euer Liebster für euch anlegen möchte oder ihr selber euch beglücken möchtet. In jedem Fall findet ihr das komplette Sortiment auf der Webseite von Kado, also K-A-D-O, wie sich spricht, das ist die Weihnachtskollektion. Ach, was möchte ich denn noch machen? Ich weiß ja, das ist auch toll hier. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das ist jetzt so einer und den könnte ich jetzt noch mal ganz simpel mit so einem kombinieren. Ne? Einfach zwei und gar keine drei. Oder ich mache jetzt mal alle dünnen zusammen. Da fange ich mit dem goldenen an, dann mache ich den metalligen, dann mache ich den Dunkelkupfer, dann mache ich den Kupfer mit den Sternen und haben wir noch irgendwo einen dünnen und dann habe ich noch den dünnen. Und ich habe noch einen. So. Das heißt, ich habe jetzt drei ohne und drei mit. Das sieht völlig bescheuert aus. Ich zeige es trotzdem. Ich denke, am besten ist es, das irgendwie so zu mischen. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf der Hand. Das sind die ganzen Ringe. Ich meine, so viel braucht natürlich kein Mensch, aber das kann man sich so schön zusammenstellen und eben auch, wenn man einfach eher auf schmale Ringe, wenn man einen dicken und einen dünnen will, ne? Also es ist
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was ich ganz super finde. Jetzt lege ich das hin und zeige euch nochmal den, den ich habe. Man kann es natürlich auch ganz klassisch machen, ne? Ich habe die Ohrringe und hier diesen Anhänger, den trage ich eigentlich immer. Und dazu gibt es natürlich auch den passenden Ring. Hier an meinem Finger. Ungestapelt. Auch das geht. So, lasst euch super beschenken. Freut euch auf Weihnachten. Ich finde es immer klasse. Und ich mache da auch ein Fest draus. Ne? Also, tschüss.